Yo Leute, herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphy und heute wurden ein paar kleine Szenchen geleakt über den neuen Champion. Es ist zwar nicht viel, aber ich dachte mir, ich teile es einfach mal sofort mit euch. Der neue Champion oder die neuen Champions, je nachdem wie man das sieht, heißen Kayn und Ra's. Ihr denkt jetzt bestimmt an sowas wie Xayah und Rakan, das heißt an zwei individuelle Champions. Aber anstatt dass zwei Champions rauskommen, gibt es dann jetzt wohl sowas wie zwei in einem Champion oder auch drei. Der neue Champion hat, wenn ich mir das im Video richtig angesehen habe, so gesehen drei Formen. Er hat eine Grundform und sollte er einen Champion töten, kann er Seelen einsammeln. Er kann rote und blaue Seelen einsammeln, um die dann zu benutzen, um sich in der Base zu verwandeln. Die blaue Form heißt Ra'st und ist seine Schattenform. Die gibt ihm schnellere und stärkere Auto-Attacks. Das soll, denke ich mal, so einen kleinen Assassin-Playstyle dann haben. Die rote Form heißt Kayn und ist seine Dämonform. Und seine Fähigkeiten im Video sehen aus wie Yasuo 2.0? Er hat einen Knock-Up, einen Dash und einen Spin dabei. Das sieht mir ziemlich aus wie ein Yasuo. Mehr ist soweit noch nicht bekannt. Aber generell ein interessantes, aber auch vielleicht ein ziemlich overpoweredes Champion-Prinzip. Also Leute, das muss ich echt mal sagen. Dieser Champion kann sich in-game perfekt auf die Situation und Bedürfnisse anpassen. Ist er am Snowballen, kann er einfach in seine Schattenform gehen und Leute assassinaten. Ist er nicht am Snowballen, will er ein bisschen mehr so ein Fighter sein, da kann er halt auch eher in seine Fighter-Form gehen. Zumindest glaube ich, dass Kayn seine Fighter-Form ist. Finde ich ziemlich stark, wobei dann aber auch nochmal die Frage besteht, ob seine Formen permanent sind, ob er sie in-game weiterhin hin und her switchen kann, so ein kleines Switcheroo, ist für mich ziemlich stark. Aber anyways, Leute, ich wollte euch nur mal diesen Champion fix vorstellen, zumindest das, was raus ist. Was ist eure Meinung dazu? Würde mich echt mal interessieren. Ihr wisst so gesehen genauso viel wie ich. Eure Meinung ist genauso viel wert wie meine. Deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare. Leute, auch nochmal gegen Ende. Wir hatten vor zwei Tagen ein Gewinnspiel wegen des Mini-Bootcamps und ich möchte die Gewinner auch bekannt geben. Für diejenigen, die keine Ahnung hatten, man sollte ein Meme in irgendeiner Form machen und das hier sind die drei Gewinner. Wenn ihr gewonnen habt, dann wartet einfach darauf, bis wir euch auf Twitter per DM anschreiben. Gewonnen hat BlindForceCat mit seinem Bonobo. Papa, ist das ein Bonobo? Okay, Google, zeig mir Bilder von Bonobos. Hier sind Bilder von Bonobos. Dann Suyoyo mit seinem Zizi Rod. Und dann haben wir auch noch Happen Shiro mit seinem Kappa Pride. Gut, Leute, das war's auch mit dem Video. Ich bin erstmal weg. Tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.